Vasula, hören Sie bitte einen Augenblick zu. Vasula ist bereit, den Segen noch an jeden Einzelnen auszuteilen, aber es muss in Ordnung geschehen. Es können nicht alle auf einmal nach vorne kommen, sondern hier vorne muss Platz sein. Drei Stuhlreihen sollen auf die Seite geräumt werden. Und dann kommen Sie bitte eine Reihe nach der anderen, langsam nach vorn und stellen Sie sich nur in einer Reihe hier vorne auf. Ja, und die anderen möchten bitte nochmal zurücktreten und Vasula bitte. Und sein Freund, den Henning und die anderen starken Männer, die sich noch angeboten haben, hier vorne hinzukommen, bitte. Danke. Ja, bitte setzen Sie sich noch einmal auf die übrigen Stühle und nur in einer Reihe vorne stehen. Setzen Sie sich noch mal und kommen Sie dann von links nach vorn und gehen Sie rechts wieder zurück an Ihren Platz. Ja, nein, das ist zu viel. Es darf nur eine Reihe hier vorne stehen. Die anderen möchten sich. Ich möchte Ihnen sagen, warum nur eine Reihe hier vorne stehen kann, weil nämlich der Heilige Geist manchmal so kraftvoll auf jemand herniederkommt, dass er zu Boden fällt. Sie brauchen aber keine Angst zu haben, weil jemand hinter Ihnen stehen wird, der Sie auffangen wird. Aber wir brauchen dafür Platz, also eine Körperlänge muss hinter Ihnen frei sein, damit diejenigen sanft zu Boden fallen. Sie brauchen keine Angst zu haben davor. Und Vasula sagt auch, wer nicht zu Boden fällt, erhält dieselben Gnaden. Das ist nicht unbedingt notwendig, dass jemand fällt, aber manchmal geschieht es. Deswegen treten die anderen bitte zurück. Es geht nicht, dass sie so hintereinander stehen. Nur eine Reihe hier vorne. Ja, die anderen sollen sich nochmal hinsetzen auf die Stühle, bitte. Ja, ja, auf jeden Fall. Eine Körperlänge muss Platz dahinter sein. Thank you.
Ja, das kann ich ja gar nicht aufnehmen. Das ist nicht aufnehmen.